Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Es ist Tag 126, heute kommt die Horde. Und ich bin gespannt. Sagen wir so, gespannt. Ich weiß nicht aus welchen Gründen, aber aus irgendwelchen Gründen würde ich den mitnehmen wollen. Den hier würde ich wahrscheinlich gegen die Shotgun tauschen. Wenn es denn soweit ist. Achso, es ist hier erst 21 Uhr. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Wieso habe ich da einen Chrysanthemensamen drin? Mal ganz ehrlich, der gehört da doch gar nicht rein. So, mir ist schon wieder durstig. Trinken habe ich hier oben nichts. Ne, ich glaube, ich lasse das so. Falls mir unterwegs mal das Bier ausgeht. Ja, was ich schon wieder nicht habe, sind Challengers. Die habe ich schon wieder nicht am Mann. Habe ich jetzt aber auch keine Zeit mehr für runter zu rennen und zu gucken. Deshalb, naja, gucken wir mal. Was ich ganz gerne machen würde, das machen wir aber nach der Horde irgendwann mal. In Ruhe. Ich höre hinter dem Haus höre ich weitere Zombies. Genau. Ich habe ja kein Nachtsichtgerät mehr an gerade. Ich habe ja die Sonnenbrille aufgezogen. Extra. Damit ich ja gar nicht in die Lage komme, das Nachtsichtgerät zu verwenden. Wahrscheinlich hätte ich doch nochmal runtergekonnt und irgendwas zusammenstellen können, aber nein, nein. Ich will nicht. So, ist geladen. Die ist geladen. Boah, das bringt ja auch Licht hier, ne? Können wir als Kerze verwenden. Du läufst doch, ne? Ja, das müsste eigentlich laufen. Ich sag immer müsste. Also eigentlich müsste es wirklich laufen. So, für die nächste Horde machen wir dann hier nochmal. So ist der aus. Der ist aus. Leute. Ich fährt durch. Der Scheinwerfer da oben ist aus. Wieso ist der aus? Der hier ist an. Wow, oh, 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 oh. Ganz ruhig jetzt. Ganz vorsichtig. Jetzt schnell hier hin. Okay, jetzt ist der auch an. Das ist natürlich der einzige Scheinwerfer, der in diese Richtung leuchtet, wisst ihr? Und der ist aus auf einmal. Das ist natürlich nicht richtig. So, ich stelle mich wieder pauschal mal hier hin und dann gucken wir mal, von wo denn die Horde heute kommt. Und ich glaube, ich sollte das Bier schon mal im Anschlag haben, oder was meint ihr? Weil das kann man noch ein bisschen strecken. Also auf keinen Fall von da. Auf keinen Fall von da. So, ich bin etwas leicht nervös. Bin ich leicht nervös? Ich weiß gar nicht. Ja, doch. Also um die Uhrzeit habe ich noch nie aufgenommen. Es ist 1 Uhr morgens. Ja, geil, ne? Danke. Habe ich dann auch verstanden. Der Spider wird mir auf den Sack gehen. Oh ja. Er geht mir jetzt am Sack. Okay. Ein zu weit, noch ein zu weit. So, jetzt. Ich bin noch stunnungsfähig, wollte ich gerade sagen. Also ich kann auch gestunt werden. Muss ich aufpassen. Ich trinke jetzt schon mal ein Bier. Ist mir irgendwie lieber gerade. Und dem, was hier so alles angetanzt kommt, mal gucken, wie lange ich das ohne Schusswaffe aushalte. Hallo? Danke. Eigentlich schön.
Ja, ich sehe die Blutung. Das Schöne ist ja bei den... Wow! Bei den ganzen Zombies, die mich gerade nicht treffen. Nee. Bei den Zombies, die brennen. Sieht man ja, wenn sie sterben, an der Animation, dass sie aufhören zu brennen. Gilt das als Schusswaffe? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob das als Schusswaffe durchgeht. Sagen wir mal nein, ne? Sagen wir mal nein. Schusswaffe ist dann alles, was... Ja, das geht mir jetzt gerade ein bisschen um den Sack. Okay, da kann ich jetzt gerade nichts machen. Ach, das läuft aber ganz gut gerade, muss ich ehrlich sagen. Ja, lass mich mal brennen hier. Kommst du denn her, mein Freund? Okay, die Spiders da, die werden mir jetzt irgendwann am Sack gehen hier. Das weiß ich jetzt schon. Ja, hat er noch Feuer gefangen. Gerade so in letzter Sekunde. Das freut mich. Komm, lass mal die Turrets mal Turrets sein. Ich meine, klar, die kleinen Spiders hier, die können wir irgendwann nochmal in Ruhe. Oh oh. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg, weg, weg. Boah, das war eng. Das war mehr als 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 eng. Das war enger als eng. Das war, boah, das war so eng. Enger geht's gar nicht mehr, Leute. Da nehme ich direkt noch eins, ey. Da ging alles weg. Bier. Oh. Das brenne ich gleich selber, wa? Dachte ich mir. Ne, lass ihn mal kriechen. Auch wenn es ein Kriecher ist. Ja, ich sehe gerade nichts. Da hat der Zombie jetzt natürlich hier... Achso, der ist schon tot. Die Spiders da wegkriegen. Sind sie weg? Noch der hier. Ihr habt an die Wand gekloppt. Mein Problem, was ich hier gerade habe, ist natürlich dadurch, dass ich... warte, kann ich auffüllen? Ach, Schwein gehabt. Ich wollte gerade sagen, dadurch, dass ich halt natürlich hier vorne in meiner Gefahrenstelle bin, gerade, und durch Zombies renne und mir jetzt nicht durch die Turrets da Luft verschaffe, dass die, Zombies natürlich, relativ schnell an mir dran sind, immer. Aua.
Lass das, Mann. Mein Bein ist schon gebrochen. Noch. Verdammt. Nein. Bin ich denn jetzt da hochgekommen? Da wollte ich gar nicht hin. Bierwaffe ist noch da. Okay. Kommt zu weit raus. Ich komme gerade viel zu weit raus. Aber Spucker hält sich gerade bei den Grenzen, ne? Irgendwas passiert? Habe ich irgendwie irgendwas verloren wieder? Na klar, ich habe verdammt viele Ferale hier. Okay, das war es mir dann jetzt doch wert. Klar, schon wieder, ne? Immer bei den Leichen habe, ist, dass ich, wenn ich drüber laufe, wirklich arsch langsam werde, ne? Ich treffe den noch nicht mal, ey. Hilfe, tu mir nichts! Baby. Okay, einer müsste weg sein. Oh. Oh, jetzt geht los. Jetzt geht los, Leute. Jetzt, wo die Leuchtenden kommen. Der wäre noch nicht tot. Aber war er schon tot. Der nächste. Okay, jetzt geht hier die Luzi ab, ey. Kurz nach 1 kamen dann die ersten. Ich würde aber ganz gerne eben ein Medic mitnehmen. Einfach nur, weil ich kann. Und dann füllen wir hier noch mal auf hier. Der verzieht doch. Ich treffe den doch gar nicht. Oder ist das falsch? Muss ich in den Zielmodus gehen, damit das besser geht, oder was? Komm her, lass deinen Kopf treffen. Du auch. Bleib. Oh, den hab ich weggeschlagen. Na toll. Guck, da war kein Loot drin. Und falls doch, hoffe ich, da war kein guter Loot drin. Mhm. Der hat kein Bierbuff mehr. Moment.
Ach du Schrecken. Okay, das wird auch nichts. Ja, die Stecke ist noch einfach zu klein hier. Da kann ich nicht so, nicht so ganz. Okay. Komm her. Wenn ihr was wollt, kommt doch. Bringt mir nichts. Boah, ich treffe den nicht, weil er so langsam ist, ey. Aber gut, dass die Spucker gerade als Abfall, ey. Hier fliegt noch einer. Jetzt krieg ich dabei wirklich, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich müsste mal meine Finger kurz entlasten oder einfach mal, wisst ihr, einfach mal durchknacken. Aber das kann ich gerade nicht. Oh, 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 ich sehe da was. Was ich nicht gut finde. Ich glaube, für die hole ich gleich mal echt den Raketenwerfer raus. Da lasse ich die Shotgun mal eben weg. Und dann geht hier die Raketenwerfer-Action doch nochmal ab, ey. Ich würde hier allerdings erstmal ein bisschen gerne zusammenziehen, wenn es irgendwie machbar ist. Doch mir alles weg hier. So, wenn ich jetzt gleich umdrehe, habe ich erstmal. Ja, es geht noch, es geht noch. Der ist nicht nachgeladen. Ausgerechnet jetzt ist der nicht nachgeladen. Sollte erstmal reichen. Ich habe genügend Cops gekillt, hoffe ich zumindest. Und der ist natürlich wieder hier. Back in action quasi. Schieß auf den hier, schieß auf den hier! Danke. Bier mehr. Oh, und natürlich schon wieder. Könnt ihr mal eben. Danke. Ich hätte gern ein bisschen mehr Licht, wenn ich euch schon die ganze Zeit sehen muss, ey. Gleich ist 4 Uhr, Leute. Mir tun die Finger weh. Ihr glaubt es gar nicht. Mir tun die Finger weh. Man versucht trotzdem so viele wie möglich von den Viechern hier mitzunehmen, damit man möglichst viel Loot rauszieht. Du schlägst mich nicht nochmal. Du auch nicht. Und du auch nicht. Und du sowieso nicht. Und du gehst auch. Und du gehst auch. Jetzt kommst du noch an und hau ab, mach, dass du wegkommst, weg, du gehst mir auf den Sack und der verpasst mir gerade die Lösung. Au, 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 nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wie konnte ich dran vorbeischießen, ne? Ja, meine kleine Bandage gerade. Die halten ein bisschen mehr auf Zeit.
Es ist 4 Uhr. Es kommt keine neuen. Es sind noch genügend Leute neu da. Genau, treff die Zombies, damit ich bei denen nur noch einen Schlag landen muss. Das ist auch gut. Ja, Loch, Loch, Loch. Noch ein Loch. So, wie viele Raketen habe ich noch? Genügend, hoffe ich. Das war ein Loch im Boden. Das war dann vorbei. Das dürfte getroffen worden sein. Das müsste auch getroffen sein. Das war daneben. Beide tot. Aua. Ach, das war mein Finger. Okay, setzen Sie wieder drin. Ja, ihr Lieben, danke. Hat mir Spaß gemacht. War richtig lustig heute. Ich habe den Krümpel auch richtig gut runtergeprügelt. Raketenwerfer habe ich sinnvoll eingesetzt, wie ich finde. Bevor ich jetzt noch irgendwas mache, tauschen wir das mal. Und würde sagen, ja, ich hole erstmal ganz kurz die Axt von oben. Ist hier noch irgendjemand zufälligerweise übergeblieben? Mir ist kalt. Ach so, ich habe die ganze Zeit den Dings angehabt. Ja, war eine schöne, wirklich eine sehr schöne Horde. Anfangs natürlich wenig leuchtende Zombies drin, wo ich mir gedacht habe, na, kommt da noch was? Komm, nehmen wir die Shotgun. Ist auch in Ordnung, sollte reichen. Die First Aid Kits packen wir jetzt wieder hier komplett rein. Ja, so komplett packen wir sie da auch nicht rein. So, 4 davon. Bier brauchen wir auch nicht mehr. Die Repair Kits kommen hier rein. Sprengbolzen kommen da nicht rein, die kommen oben rein. Das sollte so reichen. Ich brauche auf jeden Fall neue Molotov Cocktails. Für die nächste Horde, 15 Bier für die nächste Horde habe ich noch da. Das und das kommt dahin. Die Slugs halte ich jetzt immer eben am Mann, weil ich einfach mit der obligatorischen Wanderhorde gleich rechne. Und da will ich dann zumindest eine Shotgun am Mann haben, erstmal. Komm, wir können ja auch erstmal hier die tolle Axt verwenden, ne? Ja, damit heißt es einmal. Sag mal. Kann mir jemand bitte was... Ah, danke. Es gibt Hordenloot. Okay. Es gibt scheiß Hordenloot. Oder gar kein Hordenloot. Könnte ich mal bitte irgendwas Tolles finden gerade? Okay. Könnte ich mal bitte irgendwas Tolles finden gerade, was ich auch gebrauchen könnte? Es ist mir nicht vergönnt. Ja, okay. Das ist was ich gebrauchen kann, aber nichts Tolles. Ich sehe schon. Das wird... Ah, da ist das erste für den Händler. Ah, da ist das erste Munitionseckchen. Auch gut. So, ich glaube, die hatten wir schon gelootet. Die muss ich noch wegmachen. Genau. Ja, also ich meine klar, vielleicht kommt am Ende dann der gute Hordenloot, so ab 1 Uhr quasi da, also wo jetzt die Feralen und die, also die Feralen Leuchter und die Feralen Spucker da kamen. Leuchtspucker. Ich denke mal da vorne die beiden Kopfs, die werden auf jeden Fall ein bisschen was gutes Zeug drin haben oder halt nur Knochen. Man kennt's ja, entweder haben sie wirklich gutes Zeug drin oder halt nur Scheiße. Aber ich würde sagen, für heute soll es erstmal gewesen sein.
das war die Horde, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hat es euch gefallen. Auch, dass ich diesmal am Anfang ein bisschen mehr den Knüppel gebraucht habe und relativ spät, finde ich persönlich, relativ spät angefangen habe, die erste Schusswaffe zu zücken. Es gab halt bremsliche Situationen, wo ich gedacht habe, weil aus der einen bin ich ja so rausgekommen, aus der anderen wollte ich jetzt nicht riskieren. Dann habe ich halt zur AK gegriffen, aus Macht der Gewohnheit, kennt man ja. Gut, wie gesagt, ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ja, morgen looten wir mal eben hier zu Ende. Gucken, was wir so ein bisschen reparieren müssen. Machen auf jeden Fall wieder die Turrets und die Scheinwerfer aus. Ja, ich könnte da auch Timer Relays reinbauen. Habt ihr eigentlich vollkommen recht. Bin aber gerade zu voll für. Also, ne? Macht's gut. Bis moin. Und ja, tschüssi.